Das sind die neuen iPhone 16 Modelle. Die gibt es in Schwarz, Pink, in Blaugrün und in Ultramarin. Ultramarin gucken wir uns hier als erstes mal an. Das ist wirklich ein schönes, dunkles Blau dieses Mal. Und dann haben wir hier einmal die Verpackungsinhalte. Da ist nicht mehr viel drin, nur noch das Kabel und einmal das SIM-Tool, damit ihr eure SIM-Karte rauskriegt. Und hier ist dann das iPhone 16 in Ultramarin mit dieser neuen Kameraanordnung. Und da bei der Kamera ist es auch wirklich sehr, sehr dunkel, das Blau. So sieht es von vorne einmal aus und so würde das einmal von hinten aussehen. Als nächstes haben wir das iPhone 16 in Blaugrün und hier ist es so ein richtig intensives Grün. Und wenn wir das Gerät hier einmal anmachen, dann können wir oben dann gleich auch einmal auf diese neue Kamerasteuerung hier eingehen. Die befindet sich dort. Und so sieht es einmal von vorne und hinten aus. Dann haben wir hier noch die neue Farbe Pink einmal. Und dieses Pink, wir hatten ja schon mal Pink beim iPhone 15, sieht dieses Jahr ganz anders aus. Wirklich mehr so ein Babypink oder so ein Barbie-Pink, könnte man auch wirklich sagen. Und das ist jetzt das 16 Plus einmal in dieser Pink-Farbe. Auch mit der Kamerasteuerung oben, einmal von vorne und einmal von hinten. Dann haben wir noch das klassische Schwarz. Das ist natürlich auch jedes Jahr immer sehr beliebt, trotzdem, auch wenn es jetzt dieses Jahr diese Farben gibt. Das Schwarze hat sich nicht viel dran geändert, außer auch hier bei der Kamera würde ich sagen, ist das Schwarz noch mal ein bisschen dunkler, die Farbe. Und wenn das Gerät einmal an ist, sieht es so aus. Und wir haben dann natürlich auch hier die Kamerasteuerung. Und da sehen wir jetzt noch mal das iPhone 16 Plus in Schwarz von vorne und auch noch mal einmal von der Rückseite mit der Kameraanordnung. Als nächstes sind wir hier nochmal alle 16er einmal aufgelistet und jetzt kommen wir zu den 16 Pro und 16 Pro Max Modellen. Wir fangen mit dem 16 Pro in Titan Natur an. Das gab es letztes Jahr auch schon, war auch eine sehr beliebte Farbe, muss man sagen. Dieses Jahr sieht diese Farbe exakt wieder gleich aus oder das Finish, wie man auch sagt. Aber wir haben natürlich auch hier dann wieder diese zusätzliche Taste, wo wir noch besser Fotos mitmachen sollen und die Kamera auch steuern können. Und wenn wir jetzt hier einmal das Display uns anschauen, sehen wir auf jeden Fall, dass die Displayränder auch nochmal wesentlich schmaler geworden sind. Und das macht auf jeden Fall was her. Und so sieht es einmal von vorne aus mit den schmalen Displayrändern. Und so sieht das 16 Pro einmal von hinten aus. Dann haben wir noch hier das 16 Pro Max in Titan Schwarz. Das sieht auch so ähnlich aus wie letztes Jahr. Nur auch hier ist es so, dass das Kameramodul die Farbe da noch etwas dunkler und intensiver schwarz ist, würde ich behaupten. Und wir haben auch hier jetzt dieses noch größere Display mit 6,9 Zoll und diese ultraschmalen Displayränder. Und auch hier haben wir natürlich dann diese neue Taste, um noch einfacher und besser Fotos machen zu können. Hier oben diese Kamerasteuerung. Am besten einfach mal vorbeikommen und selber bei uns ausprobieren, wie das genau funktioniert. Hier sieht man das einmal von vorne und einmal von hinten. Und dann haben wir jetzt hier noch die neue Farbe und zwar das sogenannte Titan-Wüstensand. Das ist so eine Farbe, ist schwierig auch auf der Kamera genau das festzuhalten. Die ist teilweise je nach Licht beige, aber auch ein bisschen Roségold bis Gold. Glänzt allerdings nicht so extrem wie die früheren Goldmodelle, aber ist wirklich eine schickes Finish. Trotzdem sollte man sich es wahrscheinlich mal einfach auch in live, in echt mal angucken, um festzustellen, ob es einem wirklich gefällt oder nicht. Hier haben wir natürlich auch wieder diese extrem schmalen Ränder, wodurch das Gerät dadurch nicht viel größer geworden ist, aber ein größeres Display bekommen hat. Und wir haben natürlich USB-C und auch hier oben einmal die Kamerasteuerungstaste. Und so sieht das Gerät einmal von vorne aus und so einmal von der Rückseite.